Mit leicht verändertem Gesicht bestreitet die deutsche Nationalmannschaft ihr letztes Länderspiel des Jahres gegen Schweden. In Göteborg gönnt Bundestrainer Joachim Löw einigen der WM-Stars wie Philipp Lahm, Torschützenkönig Thomas Müller und Mesut Özil eine Pause. Auch Keeper Tim Wiese reist nicht mit nach Skandinavien. Dafür erhalten 4 Nachwuchskräfte eine Bewährungschance. Mario Götze und Marcel Schmelzer vom Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund stehen ebenso im Aufgebot wie die Mainzer André Schürrle und Luis Holtby. SID-Nationalmannschaftsexperte Jürgen Zelustig erklärt die Bedeutung dieses Freundschaftsspiels zum jetzigen Zeitpunkt. Joachim Löw nutzt natürlich das letzte Länderspiel des Jahres, um einigen jungen Leuten eine Chance zu geben. Er hat selten dazu die Möglichkeit, so zu experimentieren wie jetzt zum Jahresende. Es geht nicht mehr um Punkte in der EM-Qualifikation. Und im nächsten Jahr geht es los mit dem Länderspiel in Dortmund gegen Italien, Klassiker. Und da kann er natürlich solche Experimente nicht machen, weil da muss man sich direkt wieder dann auf die folgenden EM-Qualifikationsspiele einspielen. Die Youngster sollen erste Länderspielerfahrung sammeln und sich für die kommenden Aufgaben empfehlen. Joachim Löw weiß, dass er sich auf diese Leute verlassen kann. Und die jungen Leute wissen eben, dass sie sich durch gute Leistungen vielleicht sogar früher als damals noch sich für die Nationalmannschaft empfehlen können. Und die Chance will sich ja jeder nutzen, denn ich denke mal, dass diese Truppe, diese jungen Leute auch bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine dabei sein wollen. Mit der Partie gegen das Drei-Kronen-Team geht für die DFB-Auswahl ein ereignisreiches und erfolgreiches WM-Jahr 2010 zu Ende. Erstmal ist man souverän nach der tollen WM in die EM-Qualifikation gestartet. Man ist ganz souveräner Tabellenführer, hat im Prinzip das Ticket für Polen und der Ukraine schon fast in der Tasche. Das sind natürlich ganz hervorragende Voraussetzungen. Und zum Zweiten natürlich diese hervorragende WM mit Platz 3, der man der Mannschaft nach den vielen Ausfällen in allererster Form natürlich mit Michael Ballack gar nicht so zugetraut hätte. Und da hat die deutsche Mannschaft wirklich nicht nur die nötigen Punkte geholt, sondern wirklich überragend zwischenzeitlich gespielt. 2011 will die Nationalmannschaft das starke Jahr 2010 bestätigen. Die erste Möglichkeit dazu bietet sich am 9. Februar in Dortmund. Dann trifft der dreimalige Weltmeister in der Neuauflage des WM-Halbfinals von 2006 auf den viermaligen Champion Italien. Im März geht es dann mit der EM-Qualifikation gegen Kasachstan weiter.